Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video für euch und heute gibt es mal wieder ein Full-Face-Video und zwar mit fast nur Produkten, die für mich nicht neu sind, also mit Produkten, die ich einfach im Schrank habe, die ich gerne mal wieder verwenden wollte. Und dieser Look hier ist daraus geworden, ein, wie ich finde, super, super schöner Look. Schreibt mir auf jeden Fall ganz viele Kommentare und lasst dem Video am besten jetzt schon mal ein Like da, denn das würde uns als Community helfen, immer größer zu werden und unsere Reichweite noch mehr zu erhöhen. Und falls du noch neu auf meinem Kanal bist und dir mein Content, mein Video gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal einmal abonnierst. Ja, und wenn ihr sehen wollt, wie ich zu diesem zauberhaften Look gekommen bin, welche Produkte ich verwendet habe und auch noch ein paar Tipps abgreifen wollt, dann würde ich sagen, bleibt jetzt dran. So, dann starten wir doch wie immer direkt drauf los. Ich habe heute früh mein Gesicht schon ganz normal gepflegt. Weil ich gerade draußen war, habe ich auch eine Sonnencreme drauf. Deswegen glowt mein Gesicht schon so richtig und sieht schon sehr frisch irgendwie aus. Und ich möchte heute mit einer deckenden Foundation starten, weil ich einfach hier schon wieder so ein paar Freunde habe. Und hierfür habe ich mir heute die HD Liquid Coverage Foundation von Catrice rausgesucht. Die ist wirklich extrem deckend. Ihr braucht davon auch gar nicht viel. Und ich persönlich mag sie wirklich sehr, sehr gern. Ich habe hier die Farbe 030 Sand Beige und weil ich vermute, dass sie ein bisschen zu hell ist, habe ich eigentlich auch immer noch eine zweite Reihe, eine dunklere da. Allerdings ist die mittlerweile leer. Ich habe mir aber eine Schwester davon sozusagen ausgesucht, die man aber leider nicht mehr kaufen kann, was ich wirklich extrem schade finde. Und zwar ist es die HD Liquid Radiance Foundation. Die hat einen sehr schönen Glow mit drin und ich mag die deswegen total gern. Die ist mir aber viel zu dunkel und ich vermute, wenn ich die beiden mische, habe ich die perfekte Farbe, den perfekten Ton. So, und meine Foundation arbeite ich mir am liebsten zuerst mit dem Pinsel ein. Das mache ich jetzt einmal. Anschließend nehme ich mir noch ein Schwämmchen und nehme den Rest, nehme den Rest vom Produkt auf und arbeite es mir nochmal so richtig schön in die Haut ein. Und das sorgt einfach für ein noch deckenderes Ergebnis. Ich hoffe, das kann man auch gut erkennen. Und genau, mit dem Schwämmchen kann ich persönlich, wenn ich das hinterher nochmal einarbeite, ein sehr deckendes und trotzdem sehr natürliches Ergebnis erzielen. Der Schwamm saugt auch einfach noch ein bisschen von überschüssigem Produkt mit auf, sodass auch nicht allzu viel in die Haut eintritt, dass es nicht irgendwie cakey aussieht. Und ich persönlich mag es auch am liebsten wirklich zuerst mit dem Pinsel und dann mit dem Schwamm zu arbeiten, weil wenn ich das erst mit dem Schwamm aufgebe, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich es nicht so schön verteilen, verblenden kann und deswegen ist das irgendwie immer mein Mittel der Wahl. Anschließend nehme ich mir trotzdem noch einen Concealer, um meine Pickel abzudecken. Und ich habe hier heute den True Skin Concealer, auch von Catrice. Das ist hier die Farbe 015 Warm Vanilla. Und wenn ich meine Pickel abdecken möchte, gebe ich mir das Produkt immer auf den Handrücken und nicht direkt auf die Stelle. Denn ich möchte einfach nicht die Bakterien, die dort dran sind und drin sind, einfach in das Produkt quasi geben und mir dann das jedes Mal wieder verteilen. Dann nehme ich mir das einfach mit der Spitze meines Schwämmchens auf und tupfe mir das einfach wieder hier rauf. Dann nehme ich mir auch noch einen aufhellenden Concealer und ich habe hier heute den Camouflage Plus Concealer von Essence ausgesucht, Healthy Glow Concealer. Und der ist sehr, sehr hell. Also ich habe den in der Farbe 10 Light Ivory. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ihr könnt euch ja davon überzeugen, der ist wirklich extrem hell. Deswegen mische ich den einfach mal mit dem anderen mit an. Und auch das arbeite ich mir wieder mit meinem Schwämmchen ein. So, und bevor ich mein Gesicht abpudere, werde ich erstmal eine Lidschattenbase auftragen. Ich habe hier nämlich heute eine von Make-up Revolution. Ich persönlich muss sagen, ich mag die nicht besonders gern. Ich möchte sie jetzt eigentlich nur noch aufbrauchen. Und ich habe festgestellt, wenn ich schon Puderprodukte in meiner Haut habe oder wenn ich zu lange warte mit dem Verblenden, dass sie sich dann einfach nicht gut verblenden lässt. Und deswegen gebe ich das jetzt einfach schon mal auf, bevor ich mein Gesicht sette. Und als Settingpuder habe ich mal wieder eins von Eveline rausgesucht. Und zwar ist das das Celebrities Beauties Powder in der Farbe 20 Transparent. Und das ja, sieht aus, als hätte es eine Farbe, aber ist tatsächlich relativ transparent. Und was ich daran sehr gerne mag, ist, dass es wirklich, also es mattiert ab, aber nicht so, dass man jetzt gleich aschfahl aussieht. Ich finde, davon kann man sich auch überzeugen. Also der Glow, den ich aufgetragen habe, der kommt trotzdem noch ein bisschen durch. Und trotz allem kann es meine Poren relativ gut schließen. Vielleicht kann man das erkennen. Ich hoffe mal, ich hoffe, dass das die Kamera gut auffangen kann. Wenn nicht, dann kann ich euch sagen, es ist definitiv so.
Eveline ist tatsächlich eine Marke, die ist extrem günstig. Die kann man bei Cosmetic for Less kaufen. Richtig günstig und bisher alle Produkte, die ich verwendet habe, habe ich geliebt und verliebe ich auch immer noch. Vor allem auch die Lidschattenpaletten, wirklich sehr gute Qualität für wenig Geld und ich kann es wirklich von Herzen nur empfehlen. Ich werde jetzt auch meine Pickel etwas setten und hier unten beginne ich auch immer sehr stark mit dem Schwitzen und da wird es dann auch immer ein bisschen speckig, genauso wie hier. Und deswegen tupfe ich mir da auch ein bisschen was von dem Puder auf, genauso wie hier an der Stirn. Dann möchte ich mein Gesicht selbstverständlich auch highlighten. Und hierfür habe ich einen Wet n Wild Highlighter ausgewählt. Das ist der Mega Glow Highlighter in der Farbe Precious Petals. Der ist wirklich richtig schön. Also so wie er hier aussieht, so ist er wirklich auch auf der Haut. Als Pinsel nehme ich hier einen von Nabla. Den mag ich wirklich total gern. Ich mag am liebsten Highlighter-Pinsel, die so richtig schön lange und sehr fluffige, leicht gebundene Härchen haben. Und damit trage ich mir meinen Concealer einmal, meinen Highlighter einmal richtig schön auf. Ihr könnt ihn auch sehr schön aufbauen. Und ich persönlich mag ihn total gern, weil er irgendwie dezent ist, aber irgendwie auch sichtbar, falls ihr wisst, was ich meine. Also ich persönlich mag es ja eigentlich schon, wenn man Highlighter sieht, aber es soll jetzt auch nicht so mega Bam sein. Und das ist irgendwie so eine sehr gute Mischung einfach dazwischen und deswegen mag ich den total gern. Der geht so richtig schön, also verschmilzt so richtig schön mit der Haut und auch mit den anderen Produkten, die ich noch oben drüber gebe. Und ja, seht selbst. Also ihr könnt mir mal sagen, wie ihr den so findet. Ich gebe mir auch noch ein bisschen was hier zwischen meine Augen auf die Nase, denn das führt einfach dazu, dass dieser Bereich auch noch mal so ein bisschen gehighlightet wird. Dann darf bei mir auch immer das Highlight auf dem Lippenherz nicht fehlen. Das mag ich total gern und ja, mag ich wirklich richtig, richtig gern den Highlighter. Kann ich echt nur empfehlen. Dann haben wir ein weiteres Produkt von Wet n Wild und zwar ist das ein Bronzer. Das ist dieser hier. Das ist der Coloricon Bronzer in der Farbe What Shady Beaches. Der ist noch relativ neu in der Drogerie und den nehme ich mir mal mit so einem ja nicht ganz so großen Pinsel auf. Ich tupfe mir den Bronzer ja am liebsten einmal so auf und dann gehe ich mit ganz leichter Hand drüber und verblende mir das so nach oben mit meinem Highlighter. Und ich finde, dass man einfach schon mit dem ersten Auftrag wirklich ein sehr schönes Ergebnis hat. Der Bronzer, der hat auch, wie ihr vielleicht sehen könnt, so einen ganz, ganz leichten Glow. Der ist mega dezent. Also das ist jetzt kein Highlighter-Glow natürlich. Das ist auch nicht so ein Blush-Glow, sondern das ist einfach so ein ganz natürlicher Glow. Und ich mag den deswegen total gern, kann ihn wirklich nur empfehlen. Schaut ihn euch auf jeden Fall mal in der Drogerie an. Als Blush habe ich heute einen Hello Kitty Blush. Den habe ich von Yesdai zugeschickt bekommen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und der hat so eine richtig schöne pinke Farbe irgendwie. So ein schönes, kühles Pink. Und der hat auch so ein bisschen Schimmer, Glitzerpartikel mit drin. Also eher wirklich Schimmer. Hat auch einen kleinen Spiegel. Finde ich wirklich sehr, sehr süß. Und als Pinsel nehme ich mir hier einen von Cosmetic for Less. Das ist der Lini Brush LB1109 Face Definer. Und damit gehe ich einmal hier rein. Staub es sehr gut ab, weil der ist schon auch gut pigmentiert und trage mir erstmal in tupfenden Bewegungen das Produkt auf. Also ihr seht, der ist schon auch direkt da. Anschließend verblende ich es mir einmal so in so ein bisschen wischenden Bewegungen, damit sie es auch so richtig schön mit allem zusammen verbinden kann. Ganz zum Schluss gehe ich nochmal mit meinem Schwämmchen drüber und tupfe mir die Produkte nochmal so richtig schön in die Haut ein. Das führt zum einen dazu, dass überschüssiges Puderprodukt abgenommen wird und dass eben wirklich alles schön zusammenschmilzt. Aber trotz allem darf natürlich bei mir auch ein Setting Spray nicht fehlen. Und hierfür habe ich heute eins von Catrice ausgewählt, das Shake Fix Glow Spray Hydrating and Cactus Flower and Pineapple Extract. Das mag ich wirklich auch sehr, sehr gern. Und gerade jetzt auch im Sommer ist einfach so ein glowiges Setting Spray wirklich nicht zu verachten. Kümmern wir uns jetzt mal um die Augen und ich habe hier für heute diese Sephora Miniature Palette rausgesucht. Die ist wirklich so, so schön. Die hat sechs Eyeshadows drin, also Lidschatten und ich mag diese Farben wirklich total gern, weil da einfach für jeden Anlass irgendwie auch was dabei ist. Als erstes nehme ich mir hier mal so einen fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Vanilla rein. Damit möchte ich meinen Augenlid noch einmal setten und anschließend gehe ich mit demselben Pinsel in diese Farbe hier. Das ist die Farbe Biscuit. Das ist die hellste, dunklere Farbe in der Palette und die trage ich mir einmal auf meine Crease auf, also in meine Lidfalte und verblende sie so ein bisschen darüber.
Und dann gehe ich auch ein bisschen hier nach unten auf das bewegliche Augenlid und verteile mir auch hierhin ein wenig von dem Produkt und verblende es mir auch richtig schön. Ich baue mir die Farbe auch ein klein wenig auf. Ich möchte nämlich eigentlich heute gar nicht mehr benutzen, nur noch eine Schimmerfarbe oben drauf geben, weil ich eben ja auch, wie gesagt, eher eine auffällige Lippe schminken möchte. Und dafür versuche ich immer einen möglichst dezenten Augenlook zu kreieren. Und auch am unteren Wimpernkranz gebe ich mir etwas von dem Produkt auf. Ich gebe das auch einfach mit dem großen Blenderpinsel auf. Ich bin dabei auch jetzt gar nicht zu vorsichtig. Ich möchte einfach nur das oben und unten so ein bisschen schön verbinden. Und dann gehe ich mit dem Mittelfinger einmal in die Farbe Peanut rein. Die Farben sind auch richtig schön buttrig weich. Und die trage ich mir einmal auf die vorderen zwei Drittel meines beweglichen Augenlids auf. Und ziehe es dann auch so ein bisschen nach oben in die Lidfalte und verblende es so auch richtig schön miteinander. Und als Inner Corner Highlight gehe ich mit meinem kleinen Finger in die Farbe Popcorn und trage mir das dann einfach direkt auf den inneren Augenwinkel einmal auf. Und das macht meinen Blick auch noch ein bisschen offener und wacher. Und ich mag deswegen dieses Inner Corner Highlight total gern, ist für mich ein totales Muss auch. Und dann gehe ich noch einmal mit so einem kleinen Flach gebundenen und abgeschrägten Pinsel auch nochmal in die Farbe Peanut. Trage mir ein bisschen davon auch unter die Augenbraue auf, um das hier auch nochmal so ein bisschen zu highlighten. Ich achte darauf, dass ich das nicht zu viel mache und dass ich es schön verblende. Ich möchte nicht, dass es einfach so geschwollen oder so aussieht, sondern ich möchte das einfach nur ein bisschen highlighten und dass es das optisch auch nochmal so ein bisschen liftet. Dann möchte ich auch mal wieder einen Eyeliner auftragen. Und zwar ist das hier auch einer, den ich von Yesstyle bekommen habe. Das ist die Marke Caradium. Ich weiß nicht, ob es koreanisch, ja, Made in Korea ist auch ein koreanisches Produkt. Und ich mag hier am liebsten die mit den Filzstiften, weil ich damit einfach mit meiner Technik am besten mir einen Eyeliner ziehen kann. Ich setze ihn einfach dahin, wo ich ihn enden lassen möchte und ziehe es dann in einem Schwupps durch. Und dann habe ich eigentlich den perfekten Eyeliner. Das ist auch eine schwarze Farbe und der ist waterproof. Und weil ich ja so leichte Schlupflider habe, achte ich auch darauf, dass ich mir den Eyeliner nur ganz dünn ziehe, also quasi über den Wimpern und dann so spätestens in der Mitte meines Auges oder meines Augenlids einmal aufhören lasse. Und das führt dazu, dass man trotzdem auch hier vorne noch mein Lid sieht und die Farbe, die ich aufgetragen habe, würde ich es jetzt halt bis hier vorne auftragen, dann würde man mein Lid gar nicht mehr sehen. Und wenn ich so eine auffällige Lippe schminke, gerade auch in der Farbe, die ihr gleich sehen werdet, dann mag ich auch total gerne schwarzen Eyeliner zu tragen. Ich mag es auch sehr gern mal irgendwie mit einem Braun oder Burgund oder so rumzuspielen. Das ist dann einfach nicht so extrem auffällig. Dann biege ich mir meine Wimpern natürlich auch nach oben und zwar mit meiner Tweezerman Wimpernzange, mein one and only favorite. Und dann gehe ich mit meiner Lieblingsmascara rein. Und zwar ist es die The Falsies Mascara Volume Express in der Variante Waterproof. Die ist richtig schön schwarz und biegt meine Wimpern wirklich den ganzen Tag nach oben. Hat so ein geschwungenes und auch sehr flexibles Bürstchen. Und damit gebe ich mir einfach die Mascara einmal auf. So, und jetzt ist leider, leider während des Videos einfach die Aufnahme abgebrochen. Es hat bis zu Ende aufgenommen, aber irgendwie hat mir mein iPhone gesagt, nein, du hast übrigens nicht genug Storage. Jetzt habe ich mich schon fertig geschminkt und zwar habe ich zunächst meine Lippen einmal konturiert und zwar mit dem Essence Stay 8 Hours Lip Liner. Die mag ich total gern, weil die so richtig schön weich sind und einfach total gut auf die Lippen gehen. Das ist die Farbe You and Me Ship und ich mache das persönlich. Eigentlich benutze ich immer einen Lip Liner, aber besonders wenn ich so auffällige Looks oder auffällige Lippen schminke, denn das hindert einfach auch den Look daran irgendwie auseinanderzulaufen. Und dann habe ich ein für mich neues Produkt, das einzige neue Produkt in diesem Video verwendet. Und zwar ist das der Power Lips Fluid von Nu Skin. Das habe ich mal von einer Instagrammerin, die eben bei Nu Skin arbeitet, bekommen. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er wirklich auch sehr schnell runtertrocknet ist, was ich sehr gerne mag. Und ich liebe einfach diese Lippe. Ich liebe einfach die auffällige Lippe. Schreibt mir doch jetzt gerne mal unten in die Kommentare, was so euer Lieblingslook ist. Ob ihr lieber sehr nude, also sehr unauffällig und natürlich euch schminkt. Ob ihr euch lieber auffällige Augen oder Lippen schminkt. Oder vielleicht sogar beides. Oder vielleicht auch gar nicht. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wenn ihr ganz viele Kommentare schreibt und diesem Video auch noch ein Like gebt.
gebt, dann würdet ihr mir und der Community helfen, immer weiter zu wachsen. Das würde mir echt die Welt bedeuten. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass euch dieses Video gefallen hat, dass euch der Look gefällt. Und ich bedanke mich sehr fürs treue Zuschauen bis hierhin. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Video mit euch. Und bis dahin sage ich erstmal bis bald. Muah.